Für mehr Lebensqualität, Billengasse in Spiez, euer Markt Wohneigentum, mein Name Markus Gerber. Herzlich willkommen zu unserem Immo-News zum Thema Liegenschaften mit Elektrospeicherheizung. Ich darf heute begrüßen von der Energieschmiede GmbH aus Reichenbach, Martin Megert. Herzlich willkommen. Hallo Markus. Martin, jetzt ist es bekannt, ab 2031 sind Elektrospeicherheizungen verboten. Was heisst das für mich als Eigentümer? Was hat das für Folgen? Und wie kann ich unter Umständen die Fördergelder beim Kanton abholen? Also unmittelbare Folgen hat es keine. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass je früher man so eine Heizung setzt, je mehr ist die Chance noch da, wie du von diesen Fördergeldern schon erwähnt hast, dass man von denen profitieren kann. Je näher dass man kommt, je grösser ist die Chance, dass die nachher eben nicht mehr vorhanden sind. Was braucht es dazu? Wir brauchen eine Eingabe im Amt für Umweltkoordination und Energie. Die tun wir begleiten. Wir bescheinigen, dass die bestehende Heizung noch da ist und dann kann der Installateur eigentlich die Heizung schon ersetzen. Er kann dort eine Wärmepumpe, Holzheizung kann er installieren. Wenn das fertig ist, kommen wir her. Wir machen einen sogenannten vierseitigen GEAK. Tue das zum Dokument dazu, schicke das auf Bern, die kontrollieren das und dann die Fördergelder auszahlen. Du hast ein Wort gebraucht, GEAK. Kannst du uns vielleicht noch erklären, was das ist und was bringt mir das, wenn ich das machen lasse? Also GEAK ist die Abkürzung für Gebäudeenergie, also eines der Kantone. Das ist ein Tool, das eigentlich den Energieverbrauch von einem Gebäude gesamtheitlich bewertet. Das ist wie bei den Haushaltsgeräten, die man schon kennt. Das startet beim Besten ist A, beim Schlechtesten ist G. Wir kommen auf ein Objekt, das berechnen, geben das ein in diesem Online-Tool, wo wir nachher quasi einen Ist-Zustand um eine Klasse erreichen. Und dann können wir dann sagen, das Gebäude hat zum Beispiel Kategorie G. Bei der Sanierung ist es so, da tun wir nachher eine Variante abbilden, wo geht das her, in welche Kategorie, zum Beispiel in ein E, da hat man schon zwei Klassen Aufstieg, und dann kann man im Kanton Bern schon bereits von diesen Fördergeldern ab zwei Stufen Klassenaufstieg profitieren. Wenn natürlich jemand eine Gesamtsanierung macht, eine Kernsanierung, ist dann die Chance sehr gross, dass er irgendwie ein BEB ist in der Klasse, und dann hat er natürlich auch viel die höheren Fördergelder pro Quadratmeter beheizte Fläche. Vielen herzlichen Dank, dass du zu unserem Studio bist gekommen und einfach mal die zwei wichtigsten Fragen hast beantwortet. Selbstverständlich, wenn ihr noch Fragen habt zum GEAK, zur Heizung, Isolation, Dach, Fenster und so weiter, selbstverständlich dürft ihr Martin Megert anrufen und er kann euch die Fragen beantworten. Für mehr Lebensqualität, Villengas, euer vermarkter Wohneigentum, mein Name ist Markus Gerber.